Effi, heute als Joker mit der entscheidenden Mann, überragenden Pass in Zidane-Manier zum 3:2 in der 90. Minute oder kurz vor Schluss. Was sagst du zum Spiel? Also am Anfang gut auf jeden Fall gestartet, den Gegner weitestgehend im Griff gehabt, dann 2:0 Führung gegangen, als er aus der Halbzeit rauskam, ein bisschen Fahren verloren gehabt, kleine Druckphase von Neustrelitz, dann aber auch gut war das 3:2 von Sebastian gemacht. Und was hast du dazu beigetragen? Einen überragenden Pass gespielt, ist halt klar. Sehe ich natürlich sowas. Deswegen voll verdient gewonnen. Danke, Effi. Sebastian, passend zu dem Bild in Jubelpose, hast du halt wieder die Mannschaft mit 3:2 zum Sieg geführt. Was sagst du dazu? Naja, zum Sieg geführt würde ich nicht sagen. Wir haben alle wieder ein ordentliches Spiel gemacht, muss man ehrlich sagen. Und ja, ich natürlich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am glücklichsten bin, wenn ich 3 Tore mache. Aber ja, die ganze Mannschaft hat ein super Spiel gemacht wieder. Und ja. Was sagst du zu der Schwächephase in der kurz nach der Halbzeit, wo wir dann nochmal 2 Tore bekommen und den Gegner nochmal am möglichen Punktgewinn schnuppern lassen? Na, ich glaube, man hat es ja schon in der Halbzeit gemerkt. Es war wirklich so, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich die letzten Wochen immer gewonnen haben und auch in der ersten Halbzeit in Anführungsstrichen ein relativ einfaches Spiel vielleicht war oder wir das Gefühl hatten. Und da hat man halt gesehen, wenn man danach lässt, ja, das war halt dann die Quittung. Aber es ist halt auch eine Qualität, dass man dann in so einer Phase trotzdem noch das 3:2 macht. Ja. Dankeschön. Lukas, nach einer vernünftigen ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ein bisschen Faden verloren, dann trotzdem Spiel noch gewonnen. Was sagst du zum heutigen Spiel? Ja, hast du schon gut zusammengefasst, würde ich sagen. Erste Halbzeit waren wir gut, also hatten das Spiel auch extrem im Griff. Zweite Halbzeit haben ein bisschen die Spannung verloren, 2 unnötige Gegentore bekommen, aber dann am Ende noch verdient gewonnen. Und wie war deine Rolle bei den Gegentoren? Konntest du nichts verteidigen? Nee, also ich war da gar nicht in der Nähe, sonst wären die wahrscheinlich auch nicht gefallen. Okay. Dankeschön.